Bist du ready, Flo? Nicht? Ja, jetzt ist er genagelt. Er ist nicht ready. Wir sind hier gerade komplett am Umbau. Jetzt müssen wir hier noch ein bisschen sägen. Bisschen laut! Hier ist halt jetzt riesen Baustelle. Damit herzlich willkommen, Leute, zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute wieder dabei der Flo, du Lappen. Macht er wieder so ein Fischgesicht. ja, es beginnt endlich hier der Umbau. Werkzeug ist am Start, Kaffee natürlich auch. Wir haben jetzt einiges vor. Wir werden jetzt hier komplett versuchen, die komplette Wand bis da hinten auszuräumen. Der Tisch wird auch erneuert und es werden mehrere Teile davon kommen. Das heißt, ich werde hier so eine kleine Videoreihe machen. Der Flo kümmert sich um den Abbau. Ich werde den ganzen Mist hier aufräumen. Wir fangen jetzt mit der Seite an. Ihr seht schon, hier liegt so viel Zeug, so viel Müll. Das werde ich jetzt alles umräumen. Ich habe euch ja im letzten Video gesagt, wir werden hier hinten eine Lounge hinbauen. Einfach, wenn Leute kommen, die ein bisschen chillen wollen, können sich da hinten hinsetzen. Und jetzt würde ich sagen, wir starten. Ich glaube, da kommt einiges an Arbeit auf uns zu. Bist du motiviert? Nö, hat der Samstag in der Firma gewesen. Nein, er ist nicht motiviert. Egal, Leute, wir fangen an. Los geht's. Was ist das für ein Urteil? Das ist eine uralte Pentax. Uralte Pentax-Kamera von meinem Vater. Scheiße, ist hier viel Müll. Was geht? Also, Leute, ich habe euch ja gezeigt im letzten Video, wie viel Müll ich hier habe. Und es ist eindeutig mehr, als ich gedacht habe. Läuft. Hier. Schaut ihn euch an, diesen Stricher. Also, ich werde jetzt hier alles in den Nachbarraum tun. Die ersten zwei Regale sind sauber. Wir werden jetzt die komplett entfernen, weil ich habe euch ja gesagt, ich will das alles hier weg haben. Wir werden was Geiles hinzaubern. Wir haben uns schon einige Ideen gemacht. Beziehungsweise heute wird auch noch geschliffen. Und ich weiß nicht, ob wir das heute noch schaffen, aber wir werden uns einen eigenen DJ-Tisch bauen. Weil den Tisch, habe ich euch ja gesagt, will ich nicht mehr hier haben. Und weil der mir einfach zu niedrig ist. Ihr seht schon, ich muss hier immer auf dem Karton vom DJ-Pult arbeiten, beziehungsweise auflegen. Jetzt machen wir nicht so einen Lärm hier. Wir haben uns gedacht, die ganzen Platten hier werden wir wieder verwenden, aber wir werden die schleifen, eventuell lackieren, aber das werden wir heute nicht mehr machen, gell? Lackieren, oder? Wie ist von der Zeit her hier? Leute, das wird richtig geil. Das wird so ein geiles Studio. So, Leute, das erste Regal ist jetzt weg. Allein wie viel Platz wir hier schon haben. Raus mit den Nägeln. Ja, ja. Also wir werden, wie gesagt, die alten Teile, was wir jetzt hier schon haben, wiederverwenden. Das heißt, wir müssen noch schleifen. Nächste Woche, weil wir zwei haben jetzt Urlaub, der alte Lappen und ich. Und deswegen werden wir hier richtig Gas geben mit dem Studio. Schaffen wir das nächste Woche komplett? Ja. Wir werden auf jeden Fall die Woche, wo wir Urlaub haben, werden wir hier richtig Gas geben. Es werden viele Videos kommen. Ich würde sagen, wir bauen jetzt hier weiter, oder? Alter, das wird so viel Arbeit. So. Nein. Hier. Mach was. Verpiss dich. Leute, gönnt euch mal, wie viel Zeug wir hier haben. Hier haben. So, ich mache jetzt für euch eine kurze Zeitraffer, weil das würde jetzt ein bisschen dauern. Wir müssen komplett das ganze Holz hier wegbauen, beziehungsweise aufräumen und dann das Regal noch entfernen. Deswegen würde ich sagen, kurze Zeitraffer ab jetzt. So, mittlerweile Regal 2 leer, einigermaßen. Ich muss jetzt meinen schönen DJ-Controller einpacken, weil wir gesagt haben, wir bauen aus diesem Tisch einen neuen Tisch. Wir nehmen die alte Fläche her, oder? Also die ab
Ablagefläche von dem Tisch nehmen wir nochmal her. Aber das Gestell hier unten, das müssen wir einfach wegschmeißen, weil es schon uralt ist. Man sieht es auch hier. Man sieht es hier nicht. Der Tisch hebt nur noch mit einer Schraube. Und wenn mir das alles runterfliegt, dann ist alles Schrott. Deswegen würde ich sagen, ich baue jetzt den Tisch ab, packe meinen DJ-Controller ein. Und das größte Problem wird sein, wo tue ich meine ganzen Kartons hin? Leute, zieht euch das mal rein. Das ganze Eck ist hier, bis hier runter ist alles mit Kartons. Die Ecke sieht mittlerweile so aus, wir haben jetzt das Holz auf die Seite getan, was wir wiederverwenden. Wir werden uns hier selber ja, Tische bauen, irgendwelche Halterungen bauen, weil bevor ich jetzt irgendwo wieder neues Holz kaufe, haben wir gedacht, wir nehmen das einfach her. Wir werden das alles schleifen, wir werden das lackieren. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schon mal schreiben, welche Farbe wir benutzen sollen. Wir haben jetzt zwischen, was haben wir, schwarz eventuell. Schwarz, weiß oder vielleicht komplett irgendwas anderes. Auf jeden Fall wird es ein richtig geiles Studio. Hier ist halt jetzt riesen Baustelle. Hier liegt alles rum. Softboxen. Der Tisch da hinten ist wieder komplett zugemüllt. Hier steht der Flo. Schau mal her. Er macht jetzt hier weiter. Und ich baue den DJ-Controller ab. So Leute, Controller ist jetzt eingepackt. Man sieht mich gar nicht, oder? Doch. Controller ist jetzt eingepackt. Hell erleuchtet. Ich werde jetzt wahrscheinlich ein bis zwei Wochen keine Mixe machen können, weil wir hier komplett alles umbauen. So, jetzt pack an. Maschine. So, und jetzt seht ihr mal den Schreibtisch. Was ich gemeint habe. Kommst du nicht durch? Ja, die Füße alt, alles alt, das ganze Gestell kaputt. Aber die Platte nehmen wir wieder her. Wir werden die lackieren, beziehungsweise erstmal schleifen. Und dann schauen wir mal, was wir draus basteln können. Boom! Tisch fertig. Jetzt haben wir nur noch die Platte hier. Ich glaube, da machen wir einen richtig geilen Tisch draus. Weil wir könnten aus diesen Holzbalken, wenn wir die abschleifen und lackieren, könnt mal richtig geile Füße bauen. Gönnt euch mal, wie viel Platz wir jetzt hier haben. Ich habe jetzt die ganzen Kartons und alles rübergestellt. Jetzt heißt es, das Regal komplett noch abbauen. Bin komplett dreckig, Mann. Komplett abbauen. Und dann hoffe ich, dass es hier richtig geil wird. Mach mal nicht so einen Lärm. Hier steht noch das ganze Holz, was wir wieder verwenden. So, sorry Leute, wenn das Video ein bisschen kreuz und quer ist, der ist für nicht angesteckt. Das musst du das Schwarze noch oben, das ja. Wenn das Video ein bisschen kreuz und quer ist, aber wir sind hier gerade komplett am Umbauen. Jetzt müssen wir hier noch ein bisschen sägen. Und ein bisschen laut! Wir sind mittlerweile extrem weit gekommen. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen was für euch filmen. Da hinten das Holz, was wir am Dienstag wegfahren werden. Hier das Holz, was wir für neue Projekte hernehmen, wie, was haben wir gesagt, Schreibtisch, Regale und so weiter. Ich hoffe trotzdem, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, gebt uns gerne einen Daumen nach oben. In diesem Sinne, Leute, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und ciao.